Croûte, macro-boulerité, macro-culture, moi, pile, ça. Ah, mais ça, c'est pas macro-edit, macro-croûte, macro-boulerité, macro-culture. Freunde, wir machen eine Paintball-Session zum 1-Million-Special. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Und es ist das erste Mal die FNCS Finals Nummer 1 von 3. Drei Qualifier gibt es insgesamt. Heute die Top 3 Teams kommen instant in das Finale, wo es um 1,35 Millionen Dollar geht. Das Punktesystem ist bekannt. 30 Punkte. Ah, by the way, das ist ein anderes Punktesystem, weil das Finals ist. 30 Punkte gibt es für einen Sieg. 6 Runden werden insgesamt gespielt. Das sind Custom-Lobbys. Die besten 33 Teams sind dabei. Und 2 Punkte pro Eliminierung. Freunde, heute mit am Start wird sein Sydney. Und falls euch das Ganze gefällt, gerne natürlich hier kostenlos den Creator-Code. Guck mal, alle 2 Wochen neu. Amar eintragen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Was gibt's hier Schönes im Shop? Aha. Und bumm. Das sind die Top 33, die auch wichtig fürs YouTube-Video, die Top 33 Teams, die mit am Start sind. Mr. Savage sein Team, Andy Leck sein Team, Taysons Team, Seventor, Snack, ADN, Slender, Despacitos, Pardosai, Jake Will, Reifler, Alpha Nikov, oh, die sind auch gut, Benjis Team, Max Severox. Hi Anna, du bist zurzeit mein absoluter FAV-Streamer. Oh, Verox sein Team, Hydro sein Team, Rotori, die kennen wir nicht, Resgott, okay, Knight, Hycris, Vortex, auch ein geiles Trio, Digga. Nekos, Stompy, ja, eigentlich Stompy loves Amar, aber keine Ahnung, warum der so gechoked hat. E-Sports-Vertrag Maestro und Serhat, Gambit Mawaka, Jamside, Aya Buffo, der ist auch erste Runde nicht reingekommen, meinten die Leute. Und hier das letzte Team. Aqua ist nicht reingekommen. Achso, ja, stimmt. Stimmt, habe ich gestern gesehen, what the fuck. Ich würde sagen, ganz, ganz, ganz viel Spaß mit den Highlights. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Abfahrt. Ja? Super. Oh, was? Benji sein Team. Benji sein Team. Oh, komplett am Arsch. Halt's Maul. Er hat ein. Was? Nein. Holy shit! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? 1v3. Matsui, der beste Spieler zurzeit, glaube ich. Bruder, der hatte ein HP. Ein HP und er holt alle 3. Was war das denn? Boah, Andilex ist halt so huge, Mann. Unter ihnen links immer noch der Gegner. 11 Leute noch alive. Top 5 Situation. Guck mal hier. Zack, Alpha, was ist mit dir? Was ist mit dir, Alpha? Dead. Box like Fisch auch noch. Nikov wird auch noch geholt. Andilex ist down, Stacy ist down. Das ging aber richtig schnell. Oh nein. Was? Er wird gepickaxed. Er wird gepickaxed. Und hat 4 Flopper bekommen. Wer ist noch alles allein? Warum habt ihr keine Minis? Ja, das sind alles keine Top-Favoriten. Außer vielleicht Nikov, ne? Ah, die wissen's. Naja, schade. Egal, Nikov down, 36 Punkte für die. Flames, Erik und Vichy. Digga, also, die spielen ja volles Endgame. Wer kennt die? Number One, wer ist das? Ah, das war's. Für Number WLAN. Hä, was? What, hä? Was macht er da? Die wollen rein! What the f. Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, aber Pardosai rettet das Ding. 4 Kills win. Damit erste Runde vorbei. 38 Punkte für den WLAN-Spieler. Unglück bei der Arme, Digga. Oh, guck mal. Ey, das ist auch so laggy. Siehst du das? Siehst du, wie laggy das ist? Der cracked. Digga, Matsui, mach doch! Nice! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! You get it, you get it! Scheiße, wie geil. Ja. Oh, guck mal. Ey, wegen dieser Stair, ne? Ich glaube, wegen dieser Stair hat das nur geholt. Yo, wahrscheinlich, oder? Ey, der muss sich so gefreut haben. Der muss sich so gefreut haben. Aber ich habe ein bisschen Angst, deren Metz. Und ich will, Digga, unsere Streak mit dem Rasenmäher ist gut. Ich weiß nicht, ob du lost bist oder lost. Die Metz reichen nicht, bist du dumm? Natürlich reichen das. Das sind viel zu wenig Metz. Gespielt. Ja, ich spiele jeden Tag. Nicht. Oh mein Gott. Ich spiele nicht, ich spiele gar nicht. Nein, jetzt ist auch zu spät. Jetzt ist viel zu spät. 19 Leute noch alive. Vorletzte Moving Zone. Letzte Moving Zone wird gleich announced, Chat. Oh mein Gott, was machen die denn Savage da bitte? Savage lebt doch. Ja. Mr. Savage noch alive und er holt Shadow. Den Teammate von Stompy. Stompy jetzt auch down durch Wolfies. 13 Leute noch alive.
Die Mets reichen nicht. Die müssen noch zwei Zonen noch überleben. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Ich kann's versprechen. Digga, ich habe schon so viele Late Games in meinem Leben gesehen. Das wird nicht reichen. Ja, und die haben eine Harpune. Oh mein Gott, ich bin dumm. Ja, allein schon fürs Top 2 hätte sich der Rasenmäher gelohnt. Wenn sie Zweiter oder Erster werden, dafür hat sich schon gelohnt. Die haben jetzt keine Mets. Guck, ich hab's gecallt, du Scheißknecht. Obwohl sie eine Harpune haben. Oh mein Gott, er wurde geholt. Von wem wurde er geholt? Von Bubak, the Master. Anilex aber direkt mit dem Trade vom Kill. Und er wird geholt. Mac ist Sweezy auch. Bubak hat das Ding. Bubak hat den letzten Kill geholt. Und hä? Wer ist denn Bubak bitte? Kriegen wir mal ein Hashtag Bubak Forever in den Chat. 12 Kill Win. Das allein. Ey, warte mal. Das sind 24 Punkte durch Kills und dann nochmal 30 Punkte durch den Win. Was ist das denn? Guck mal, Digga, ich hab davor mit über die geredet, ne? Digga, die sind uncontested, Bruder. ADN und so. Dead. Und zwei Leute dead. Astro ADN dead. Jetzt so ab und zu. Hä? Taste ist besoffen. Ja, perfekt. Hallo Chat, ich suche einen Markus. Kennt hier jemand einen Markus von hinten? Er ist der beste Freund von Esrohr, Vorname Meinhard. Hat jemand Meinhard Esrohr gesehen? Was? Was war das denn, Digga? Junge! Ich suche einen Markus. Kennt jemand hier einen Markus von hinten? Er ist der beste Freund von Esrohr. Vorname Meinhard. Hat jemand Meinhardes Rohr gesehen? Junge. So gut, Digga. Machst du jetzt an den Lachs? Digga, das Ding ist halt... Wie viele Mets haben sie? Ich will nicht für Franzosen machen. So, ich hab's ausgesprochen. Ich will's nicht für Franzosen machen. So, was soll ich sagen, Digga? Was soll ich sagen? Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich die nicht mag oder so. Aber ich will's einfach nicht für Franzosen machen. Und jetzt wollen sie reingehen. Die wollen jetzt unbedingt rein. Joe ist down, Stompy ist down, Shadow letzte Überlebender. Shadow von oben und Shadow ist dead. Endretta ist noch alive. What? Endretta, Mr. Savage und Revskard. Auch noch 5 Kills haben sie dort. Das sind mindestens 10 Punkte. Mr. Savage wird jetzt hier down gehen an der Zone. Never mind! Nein. Let's go! 91 Punkte. Und Andi, Lex, guck mal, ja. Er wischt Sturm, er wischt Sturm. Das ist halt so lächerlich. Es ist halt so lächerlich. Das Team von Andi, Lex, ist wirklich lächerlich. Die werden sich zu 100% heute qualifizieren. Ja. Knight jetzt auch noch down gegangen. Aber High Chris ist noch alive. 62 Punkte meine ich. Er hat kaum Mets noch, keine Mets mehr. Jetzt ist er im Lowground, Rotori direkt neben ihn. Er wird von oben gelasert, immer noch 64 Punkte. Von der Seite kommt Rotori und er holt ihn sich. Und dann gewinnen sie das Ding einfach so. Was? 8 Kills win? So, ja. Standings nach der dritten Runde. Ja, das war klar. Die sind aber noch nicht qualifiziert. Oh nein! Oh Mann. Andilex auf der 1, Bubak the Master auf der 2. Was hat er gerade eben gemacht? Top 10 Placement mit 4 Kills. Mr. Savage, Endretta, Top 4 Placement, 5 Kills sogar. Ja, das sieht alles gut aus für die Jungs. Hi, Chris Knight auf der 9. Ey, ich sag euch so, wie es ist. Andilex, sein Team wird heute qualifizieren. Zu 100% sogar. Aber hier, guck mal das an. Guck mal das hier. Das hier. Das hier. Das ist krank. Das ist wirklich krank. Ah, das geht noch, Digga. Das kann man noch alles aufholen. Meine Favoriten, die ich gesagt habe, sind Top 3, ne? Ja, komm. Du bist einfach mal ruhig jetzt. Gitschi, Gitschi, ja, da, da. Mein deutscher Engel. Digga, wie ich aber... Sind die Placement Points von gestern oder von heute? Oh, was? Benji weg. Ja, Benji ist wirklich gestorben. Ja, Benji ist so tot. Oh mein Gott. Alter, warum griefen die denn so? Warum sind die denn so in der Zone? Wer ist das? Oh nein. Versteht kein Mensch, warum die das machen. Die müssen doch einfach nur rotieren, oder nicht? Jeder achtet auf seine Rotation. Amplify dead, Matsui One-Shot. Oh. Oh, was? Finish. Oh, er kriegt ihn nicht gefinisht. Oh mein Gott. Digga, was macht er da? Hydro geht auf Fight. Was macht er da? Das macht er gut, das macht er gut. 30 HP, 20 HP und das macht er gut, aber die Zone geht vor. Knockt ihr doch den Gegner. Bubak, the Master, geht jetzt hier down. 80 Punkte jetzt hier von Forza. Das macht er jetzt hier im Solo-Chat. Ich hab's euch vorhin noch gecallt und er holt sich noch einen Kill, aber den Finish nicht. Oh Gott. Und vorhin noch über diese Jungs gemeckert. ADN, Hardfeind und Astro. Die haben komplett Slurpee für sich und haben noch nicht eine Runde gewonnen. Jetzt haben sie aber keine Mets. Leute,
Versteht eine Sache bitte, wenn ihr im Late Game seid, braucht man Metz für Highground. Es bringt nichts Highground zu haben ohne Metz. Ihr werdet einmal contestet, ihr seid tot. So lost in this house. Oh, was ist das? Alle drei gehen rein. Alle drei gehen rein, was ist das denn? Snap! Hä? Also. Oh, Heiko ist jetzt alleine live Top 3 Situation. 1 gegen 3 und er schafft es nicht. Emser geht auch down und damit 9 Kill Win. Oh, er macht nicht weiter. Ey, 9 Kill Win, absolut strong. Was sind das? 48 Punkte durch eine Runde? Wenn sie hier aus dieser Runde mindestens 20, 30 Punkte rausholen, wäre ich sehr stolz auf die. Real Talk. Aber sie brauchen jetzt, guck mal hier. Kesix und Nekos, die sind beide One-Shot. Oh nein, Jason. Was macht er denn da bitte? Er popelt komplett rein. Oh mein Gott, Nekos, der kann sich drehen. Ja, nur Forza kann so gelasert werden. Hä? Hä? Was macht der denn? Warum hat der Mini gepoppt? Weiß kein Mensch. Also das war Lost 10, der Top 10 Lost Moments. Ja. Na, jetzt mein ich. Okay, die waren free. Kira. Also jetzt war wirklich halt Small Chat. Aber ist auch lucky an dieser Stelle. 6 Punkte einfach so gegiftet zu bekommen, ist sehr, sehr, sehr lucky. Damit geht er auch down in der 53 Leute Edge Zone. Oh nein. Die haben aber noch genügend Mats, Jungs. Ey, einmal bitte Ruhe und Schnauze. Die Jungs können Highground spielen. Die sind doch auf High. Ich weiß nicht, was Vortex dort macht. Vortex geht runter einfach und verbaut alle seine Mats. Vortex, wenn du das siehst, absolut lost. Absolut lost, Bruder. Er hat eine Harpune. Die müssen nur zusammenstecken. Die müssen jetzt einfach die Typen da links anschießen. Ja, das war. Ja. Das ist gut. Das ist Stop Bistrio, Mate. Ja. Vortex, Heikus und Knight. Ich habe davor noch gecallt, dass wir jetzt in die Believen müssen. Und in der vorletzten Runde rasten sie noch ein bisschen aus. Ja, perfekt. Oh Gott. Fetter Riesenpopel. Fetter Riesenpopel. Alles gepopelt, alles ja. Bauen. Okay. Alle Messen. Beide müssen jetzt Matt getroppen. Oh, Stinkfische. Stinkfische. Halt doch dein Maul, die gewinnen die Runde. Oh mein Gott, hörst du mir zu, Amar? Ich höre dir zu. Auf Lowground? Mit Bubak? Keine Mets Bubak? Mehr hier, ne? Mit Mets. Und Spray. Die Zone... Ich verstehe nicht, was sie da machen. Ich weiß es auch nicht. Einfach nur Sprayen. Einfach nur Sprayen, ja. Die ganze Zeit nur Sprayen. Ja, sie haben sogar noch einen Kill bekommen. Ah, Ermoni auch gedroppt, sehr gut. Immer noch 0 Mets, Chat. Jetzt haben sie Mets. Doch nicht. Nein. Er hat Knochen gesammelt. Nein, er muss Mets abmachen. 2 gegen 2 Situationen. 2 gegen 2 Situationen. Unten im Lowground. Hotty und Trippern. Warte mal, ist Trippern nicht von... Trippern hat keine Mechanics. Die haben mehr HP, aber keine Mets. Die haben das. 100% haben die das. Vortex ist so ein Gott und sowas. Na, guck dir auch mal Heiknus an, Digga. Oh nein, Vortex, komplett tot gepopelt. Ja, kein Gott mehr. Oh mein Gott. Er muss chillen. Ja, ich finish. Oh mein Gott. Vortex ist Gott und sowas. Egal, ey. Ich muss trotzdem sagen... Absolute schöne Runde von den Jungs. Sind jetzt mit 134 Punkten dabei und damit könnten sie sogar unter den Top 3 sein. Halt's Maul. Bubak, Chat. Bubak. Bubak for President. Auf der Nummer der Uno. Andilex auf der 2. Die sind anscheinend doch early gestorben, oder? Ja, 32. Ja, guck. Ha. Ja, okay, wusste ich nicht, Digga. Alpha jetzt hier auch nochmal auf der 3. Knight, Hycris und Vortex auf der 4. Das ist sehr, sehr eng da oben. Es kann aber auch ein Team richtig pop offen und nach vorne ziehen. Hier Mr. Savage noch am Start. Dort ist auch noch Taysen. Damit gehen wir in die letzte Runde. Ah, Mr. Savage. Irgendwas mit Makro. Edith, Makro Krutsch, Makro Wuderik, Makro Chop. Was ist das? Ah, Mr. Savage. Makro Edith, Makro Krutsch, Makro Wuderik, Makro Chop. Tricks FTN. Da steht anscheinend Makros denn an. Makros. Was? Warte mal. Noah hat auch Makros, ist doch egal eigentlich. Hier. Vielleicht sind es diese User, weil der hält Twitter. Twitter Tricks. Nein. Der hat Makros geleakt. Qualt für FNCS und hat on-stream deren Makros gezeigt. Red Wings hat das aufgenommen oder so. Nee, dieser Neka. Neka hat das aufgenommen. Neka hat das auch getweetet. Makros sind nicht erlaubt. Makros sind nicht erlaubt, Chat. Makros ist absolut verboten von Epic Games. Haben sie sogar ausdrücklich gesagt. Okay. Was soll man sagen, Digga? Ich glaube, wir gehen in-game. Guck mal, das sind die Cheater, glaube ich. Die hier sind die Cheater. Oder? Nee, die haben 103 Punkte. Eigentlich ist der Twitter-Tricks. Der hier. Da sind die. Lol. Das ist shit. Ja, die sind shit, aber trotzdem, hä? Digga, nur weil man shit, das heißt nicht, dass man cheaten darf. Hä, der Mate hat aber unter den Tweet geschrieben, ja, schau bis zum Ende das Video an oder so, hä? Ja, wir können kein Französisch, Digga, was will er von uns? Was sind Makros? Also, beispielsweise, Chat,
ihr baut, um das ganz simpel zu erklären, eine Ramp und eine Wand, ja? Und dafür drückt ihr ja zwei Tasten. Aber ihr könnt ein Makro usen, das heißt, ihr könnt diese beiden Tastenkombinationen zusammenlegen, dass ihr nur eine Taste drücken müsst, um diese Kombination von Ramp und Wand hinzubekommen. Und das Ganze kann man noch mit Editieren machen, mit weiteren Sachen, 5 oder 10 Makros zusammenlegen, also 5 oder 10 Tastenbelege zusammenlegen. Das sind Makros, ganz simpel erklärt. Warum darf das Noah dann? Ja, weil das in der Schweiz gibt es halt dieses Gesetz nicht mit Makros. Weil die nicht in der EU sind. Ja. Ah. 10er Tick, Sohn. Digga. Banane, Junge, er lebt noch! Hier nochmal weiß! Oh, schade, Bubak! Digga, erst gerade erster Platz, GG's. Ja, das ist richtig geil, dass man sich durch den Finale mal fürs echte Finale gebraucht. Oh mein Gott, schön! Was ist das denn? Wer ist das denn? Jetsku! Jetsku dead! So, Knight muss sich jetzt hier die Metz holen. Und er holt sich die Metz. Von hinten kommt jetzt noch einer. Das war ein bisschen popelig, dass sie da zu zweit draufgegangen sind. Aber sie sind beide noch alive. Knight ist auch noch am Leben. Knight muss jetzt hier rausgehackt werden, aber Knight ist dead. Und Knight hatte 690 Metz und die Metkills. 33 Leute noch. 33 Leute noch. Keiner von den beiden hat einen Spaß dabei. Oh, Heiko ist jetzt nochmal weak geschossen worden. 148 Punkte rechts von den Gegnern, links von den Gegnern. Sie müssen jetzt irgendwie am Leben bleiben. Wer ist denn das daneben? Den Heiko ist dead. Vortex, du hast doch Metz. Oh, Gott. Digga, plötzlich in der letzten Runde sind alle plötzlich die Ronaldos unter den Spielern. Oh mein Gott. Refscott, letzter Überlebender jetzt hier aus diesem Trio. Er muss jetzt klatschen gehen. 100 Metz noch von der Seite wird er angepumpt. Ein HP. Ein HP, gönnt sich den Mini. Na, er ist dead. Ja, warte. Refscott dead. Alpha, Blaster und Nikov zu 100% qualified. Wir gucken mal rein, wer ist noch? Dementos! Dementos hat sie überholt. Dementos wird sie überholen, höchstwahrscheinlich. 5 Punkte noch und die schaffen das. Digga, ich wollte just for fun vorhin noch sagen, dass Dementos sich heute qualified. Aber so auf witzig Basis. Ja, das war's. GG's 149. Damit haben sie High Chris überholt, Chat. Damit haben sie High Chris überholt. Ja, und Santo und Bubak. Ja, das macht er richtig gut, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Was? Digga, keine Metz und er hat es trotzdem irgendwie überlebt, Digga. In letzter Sekunde. Leute, wir haben die ersten drei, die mit ins Finale ziehen, zu Jannis sein Team, Vedals Team, als aber auch zu Ananas sein Team. Das ist einmal Alpha, Nikov, Blaster, Bubak, Naps und Weiz und Dementos, Fury und Jamside. Also das fühlt sich ein bisschen Nein, komisch an, Digga. Das fühlt sich, die Leute. Ja. Das fühlt sich echt ein bisschen komisch an. Guckt euch an, welche Teams alle dabei waren. Hycris, Knight, Vortex, Andilex sein Team, Mr. Savage sein Team, ADM sein Team, Stompy sein Team, Maxe sein Team, Digga, Snack, Steelix, Rotori, Tayson sein Team, Slender, Jackwill, Pablo Vingo, Hyjo, Nekos ist mit am Start. Fly's Team war am Start. Die waren sogar am Anfang ganz gut. Benji's Team war mit dabei. Despacitos, Mawaka, Maestros Team. Diese ganzen Teams sind dabei. Und diese drei haben es nur reingeschafft. Das ist schon ziemlich krass. Also ist sehr, sehr unerwartet. Sehr, sehr unerwartet. Ja, die tun mir alle ein bisschen leid. Digga, die sind alle so pisst wahrscheinlich. Egal. It is what it is, Freunde. Ich hoffe, die Highlights haben euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Checkt gerne die Jungs mit, die am Start waren. Vedal, Sydney und natürlich Jannis zockt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Tschüss.